Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen krassen Video, Leute. Denn heute habe ich vor, aus einer Schrottkiste das schnellste Auto in GTA zu machen. Nämlich, Leute, mein Plan ist es, ich muss erstmal eine Schrottkiste finden und die so hochhandeln, ertauschen und sonst was weiß ich was, damit ich am Ende das krasseste Auto von GTA habe. Deswegen, wenn es euch gefällt, dann lasst jetzt ein dickes Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute. Ich habe hier eine Kasten voller Bier, Leute. Eine Box, da sind ganz viele Bierflaschen. Denn ich habe das Gefühl, hier unten, Leute, finde ich meine erste Schrottkiste. Hier sind immer so ein bisschen Obdachlose. Aber ihr seht schon, hier ist das erste Auto. Okay, das hat jetzt keine Reifen. Ich glaube, das wird nicht mehr fahren. Wir fragen die jetzt einfach mal. Jo, servus, Kollegen, alles klar? Oder was? Moin, Meister. Ja, Jungs, habt ihr zufällig hier ein Auto, was noch fahren kann? Willst du uns ausrauben oder was? Nein, ich hab euch ein Geschenk mitgebracht, meine Freunde. Kommt mal alle her, kommt mal alle her. Nehmt mal hier aus der Box was raus. Die sind immer gut. Nehmt es aus der Box raus. Ein Bierchen, nehmt alle. Nehmt, ja. Ja, okay, jetzt hast du die ganze Box, kein Problem, kannst sie haben. Kannst sie als Kopfkissen benutzen. Ja, ich danke dir, Junge. Glück, danke, uns ist eh das Bier ausgegangen. Ja, jo, ganz kurz, habt ihr denn ein Auto, was noch fahren kann? Nein. Der vorne. Da vorne? Wo, wo? Hey. Guckt euch mal die Autos an. Sag das doch nicht hier direkt hier. Oh Gott. Das ist das Auto, was... Ei, guckt mal das an, Leute. Fährt das noch? Ja, ja. Ich nehm das dann mit. Ja, ja, den Kasten Bier dafür bekommen. Nee, Junge, warte mal ganz kurz. Hier, du kannst uns doch nicht hier... Nee, du hast gesagt, das ist ein Geschenk. Ja, ja, und das ist jetzt ein Geschenk von mir, von Nein, euch an mich. Ey, bleib sofort stehen, ey, du Schwein. Ey, bleib ganz ruhig, Jungs. Ey, du rast dir komplett aus, Leute. Ich muss hier rausfahren. Ganz schnell, ganz schnell. Meine alte. Oha! Die sind ja. Oh, upsi, upsi. Die alte Betsy. Die alte Betsy haben wir geklaut, Leute. Okay, Leute. Ich muss jetzt erstmal Kickdown geben. Wir haben die verlassen. Ey, Leute, wir haben unser erstes Auto gegen Bier eingetauscht, Leute. Es ist jetzt nicht das beste Auto, aber ich kenne da so einen Autohändler in der Stadt, Leute, der handelt mit nicht so krassen Autos. So, Leute, ich bin jetzt hier beim Autohändler angekommen. Hier muss er irgendwo sein. Hier diese... Ja, ja, hier muss das Tor aufgehen. Ja, Leute, hier ist es. Ey, mal gucken, ob er das... Ja, hier... So, diese scheiße Schrottkiste hier. So, guten Tag. Ich habe hier bei dem besten Autohändler in ganz Los Santos. Ich habe hier meine geliebste Betsy noch von meinem Opa und die ist echt noch gut in Schuss, wenn man die ein bisschen sauber macht und so. Gut in Schuss, sagt der Idiot. Ich würde die gerne verkaufen. Ja, ich würde die gerne verkaufen. Ich hole kurz meine Checkliste raus. Okay, Rost überall, Interieur am Arsch, Stoßstange verbeult. Lichter kaputt. Ja, aber das kann man alles reparieren. Das fährt noch in der Mutter. Wissen Sie, wie man das in Fachkreisen nennt? Nee. In Fachkreisen, das nennt man eine wirtschaftliche Totalschaden. Ein Totalschaden? Aber würden Sie es noch kaufen oder ein bisschen Geld? Kommen Sie. Alles ist tippitoppi. Warten Sie, ich gucke noch kurz, ob die Hydraulik und die Türscharniere noch funktionieren. So. Oh mein Gott, warte mal. Hier ist ein Knopf für den Kofferraum. Aber oh mein Gott, das klemmt. Ah. Okay, Leute, das Auto ist natürlich... Oh mein Gott! So, Kofferraum ist auf. Checken wir noch Kofferraum. Oh mein Gott, was ist das? Was haben Sie hier neben? Was bringen Sie mir hier für ein Auto? Hier ist ein Leiche. Oh mein Gott, No, it's a prank! Leute, hier ist eine Leiche drin, Mann, die Obdachlosen haben direkt eine Leiche drin. Wartet mal, ich nehme meinen Schlüssel von ihm, zack. Ich tausche einfach das Auto gegen das Auto, Leute. Das war ein guter Tausch, bestimmt hätte er das gemacht. Oh, tschüss, guter Tausch. Polizei, kommen Sie schnell, Oh mein Gott, schnell weg hier. Schnell. Was ist das für der Drecksgesicht? Ich glaube, das ist das Auto von Mr. Bean. Nein, der kommt schon die Polizei gefahren. Nein. Oh mein Gott. Wir müssen uns tarnen, Leute. Die werden uns doch niemals bemerken. Guck mal, wir sind in so einem kleinen Ding. Der ist genau hinter uns. Aber der bemerkt uns nicht. Guck mal, wenn man in so einer Schrottkiste fährt, die denken nicht, dass ich kriminell bin. Guck mal. Der fährt mir hinterher und der weiß nicht mehr weiter. Leute, wir sind undercover. Ja, der ist weg. Ja. Okay, wir haben ihn abgehangen, Leute. Oh mein Gott. Und somit haben wir unser nächstes Auto geupgradet. Ich muss ehrlich sagen, es sieht schon ein bisschen schön aus. Aber, ja, da muss auf jeden Fall noch viel mehr gehen, Leute. Wo fahre ich denn am besten als nächstes hin? Ey, ich weiß wohin, Leute. Ich habe da einen Kollegen,
Max, der arbeitet in der Tuning-Werkstatt und ich glaube, ich kann das Auto rausholen, Leute. Ich glaube, da kann man was machen. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt gleich bei der Tuning-Werkstatt von Max, Mann. Und ich hoffe einfach, dass er noch so korrekt ist, Leute. Er muss mich bei diesem Projekt unterstützen. Oh, Max, warte. Oh, ey, Bro, ich habe hier diese Dreckskiste, ja. Ich weiß, es ist jetzt eine Dreckskiste, aber kannst du daraus irgendwas machen? Vielleicht die Karosserie wegmachen, so ein bisschen sportlicher machen, dies, das, damit es krasser aussieht, damit ich damit ein Rennen fahren kann oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, was fährst du eigentlich hier mit so einer Kümmelkiste? Bro, das hab ich. Ich mache gerade so ein Projekt von schlechtestem Auto zu bestem Auto. Deswegen kannst du das ein bisschen aufpeppen, so. Weißt du? Ah, so einen auf den Hochhandel. Ey, das wäre übel süß von dir, Bruder. Mach alles ab, mach ne. Du musst auch nicht die komplette Karosserie verwenden. Das mach einfach daraus ein cooles Bobbycar-mäßiges. Du weißt, ich bin der beste Tuner in der Stadt. Ich kann wirklich aus allem was rausholen, aber das ist, Bruder, ich muss damit noch ein Rennen fahren. Also mach da vielleicht ein bisschen was Krasses rein und so, ja? Okay. Bro, das wäre übelst nice. Du hast Glück, dass eh gerade Sommerferien sind und hier eh gerade wenig Kundschaft ist. Alles gut, schmeckt. Ey, danke, Bruder. Oh, danke. Danke, Bruder. Danke. Ey, Leute, nice, Mann. Max macht das Auto. Ich komm dann gleich, ne? So, jo, Leute. Jo. Ey, wir warten jetzt, bis Max unser Auto macht, Leute. Mal gucken, was er da vorhat. So, Leute, jetzt ist genug Zeit um. Ich gucke mal, was Max gemacht hat, Leute. Max. Oh, guck mal, da schraubt er gerade. Was? So. Das ist die Dreckskiste von vorhin? Was, Alter, hast du gemacht? Ich sag dir ehrlich, ich habe das so einen richtigen kleinen Flitzer umgebaut. Ich habe einmal die ganze Karosserie abmontiert. Das, Alter, ist nur noch so der Ey, Bruder, ich sag dir ehrlich, du bist der Beste, Mann. Ehrlich, danke dir, Bruder. Du hast mir echt geholfen in dieser Situation. Vielen, vielen Dank, Mann. Weißt doch, danke, Bruder. Wenn was ist, ruf mich an. Ich helf dir sofort. Alter, Leute, guckt euch an, was Max aus dem Auto gemacht hat. Er hat so einen kleinen. Ey, warte mal, Sag mal. Weißt du, ich hab grad ein bisschen Stress mit diesem Hammoudi, ne? Wenn du den siehst, sag mir mal Bescheid. Wir packen uns den, Alter. Ja, kein Problem, Bruder. Kein Problem. Machen wir. Alter, Leute, wie nice ist das denn? Und jetzt, Leute, ich weiß ganz genau, wo wir hinfahren. Es gibt so ein illegales Autorennen am Flughafen, Leute. Da betteln sich ein paar. Da werde ich jetzt hinfahren. Und ich hoffe, dass ich da mein Auto wieder weiter voran upgraden kann, Leute. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt gleich beim Flughafen. Hier findet das Rennen nämlich statt, Leute. Und wir haben unseren kleinen Flitzer gebastelt, Leute. Ich hoffe, Max hat echt gute Leistung gemacht, Mann. Ich bin echt gespannt, was da für Autos sind. Weil vielleicht können wir dort direkt das nächste Upgrade-Auto besorgen, indem wir das Rennen gewinnen, Leute. Und dann müssen. Oh ja, da sehe ich schon. Oh ja. Oh, der neue BMW M4, Ladies and Gentlemen. Und das andere ist eine Dreckskiste, ne? Das war wieder klar, dass der andere kein nichts drauf hat. Aber so, Jungs, was geht? Habt ihr Bock auf ein Rennen oder was? Wie geht's euch, ja? Jo, ja, super, was geht bei dir? Ja, Leute, ich weiß ja, heute findet das illegale Rennen statt um 20.000 war das, oder? 20.000. Richtig, 20 Riesen. Hast du denn überhaupt so viel? Ja, ich habe genug, aber das ist zu wenig, findet ihr nicht auch? Du hast sogar mehr? Ja, kein Problem. Wir legen alle nochmal ein fettes Auto drauf. Alles klar. Also das Auto, was wir fahren, Leute. Und wenn der Wert nicht ausreicht, noch das Geld dazu. Was man. Ich habe schon eben gehört, dass meine Kiste da beleidigt. Was soll das? Hey, nein. Deine Kiste sieht aus wie Batman. Ja, ich will ja nichts sagen, aber du mit deiner Schrottkiste wirst du ja niemals gewinnen. Ich wollte gerade sagen, was. Ja, das ist halt. Aus wie ein Bobbycar sieht das aus. Es ist auch wie ein Bobbycar. Ich hab's. Mein Kollege hat's für mich gebastelt, okay? Also schnallt euch lieber an, es wird ein hartes Rennen. 3, 2, 1. Let's go! Okay, Leute, die Karosserie ist sehr leicht. Also, ich bin deswegen gut gestartet. Aber der BMW muss auf jeden Fall nachziehen. Oh ja, der zieht schon langsam nach. Man sieht schon die Kraft vom BMW. Oh nein, Leute. Nein, der ist echt schnell. Aber wir müssen noch hier wenden. Der eine mit seinem Dreckskiste. Ey, wir sind ganz knapp am BMW dran. Nein, jetzt ist er hier abwiegen. Eieieiei, nein. Wow. Ey, Leute, das. Ey, der eine hat uns überholt. Was? Leute, nein! Aus dem Weg! Leute, ich muss jetzt. Oh, ich muss jetzt nicht drücken! Hä? Ja! Oh mein Gott! Ja! Leute! Betrug!
so wie ich Max kenne, so wie ich Max kenne, hat einfach Nitro eingebaut. Ich hab so viel Geld investiert. Oh mein Gott, wie nice, Leute. Okay, jetzt noch hier hin. Jetzt an die Ziellinie. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Und anhalten, Leute. Batz, Digga, wir haben es geschafft. Jetzt warten wir auf die Idioten. Ja, Jungs, was war denn da los bei euch? Ja, das war ja die größte Kacke, ne? Also, hey, schnell. Zeig mal ein bisschen mehr Respekt, wenn du schon hier gewinnst, Mann. Wir also, haben das Auto verloren. Alles gut, gib mir die Schlüssel bitte hier. So, ach, du willst ein bisschen Respekt, kein Problem hier für die Autoschlüssel, die du bekommst. Hier, Batzala! Hey! Hey, es tut mir leid, es tut mir wirklich bist leid. Bist du verrückt, Mann? Was gehst du auf meinen Kollegen los? Ey, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Alter, ganz was? Ruhig. Auf Wiedersehen hier, Verlierer. Ey, lass die Autos stehen, das sind meine, ey. Das gibt's doch nicht, lauf Mann, zu Fuß, ihr Idioten. Ich will auch noch zu Fuß gehen, Mann. Ja, so Leute, unsere nächsten Autos sind fit, Leute. Und ich glaube, ich habe die perfekte Idee. Ich werde jetzt die ganzen Autos verkaufen, um mich zu equipen, Leute. Wir brauchen ein bisschen Equipment. Ihr habt gesehen, hier war es handgreiflich. Ich glaube, ich hole mir Waffen und einen schönen Anzug. Denn ich glaube, wir werden heute ein Luxusautohandel noch überfallen. Weil mit diesem ganzen Geld, was wir machen, holen von diesen Autos, können wir uns bestimmt so was richtig Krasses leisten. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier schön zum, ja, hier Carseller fahren. Hier schönes Auto abstellen. Ich bringe jetzt noch die anderen Autos und mal gucken, wie viel Geld wir bekommen, Leute. Bam, Leute, ich habe jetzt mein Geld bekommen. Oh mein Gott, wir haben auf jeden Fall jetzt Cash in die Tasche bekommen, Leute. Da vorne fährt schon der Bus. Bus, warten Sie, nehmen Sie mich mit, bitte, bitte, bitte. Hallo. Hey, Leute, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal zum, ja, Waffenhändler und mir ein paar Waffen holen, damit wir bereit sind. Aber damit wir da schnell hinkommen, Leute, muss man ja auch wieder den klassischen Hasen gehen. Ja, Entschuldigung, ich brauche kurz das Auto. Ich gebe sie wieder zurück, ja. Danke. Danke. So, Leute, ich fahre jetzt kurz hier in diesen Kleidungsladen rein. Das ist so ein, ja, ein bisschen teurer Kleidungsladen. Ich weiß, dass dort man auch illegal Waffen kaufen kann, Leute. Deswegen laufen wir jetzt rein und holen unser Outfit-Upgrade. Bam, Leute, da sind wir wieder draußen. Guckt uns an, Leute. Wir sehen aus wie ein Businessman. Und, Leute, ich habe auch Waffen gekauft, Leute. Falls was schief geht, ich habe schon Waffen und alles drum und dran. Vielleicht müssen wir da... Oh, und ich klaue noch dieses Auto, Leute. Das sieht so ein bisschen reicher aus. Und jetzt, Leute, habe ich den nächsten Spot für unser Auto. Nämlich, es gibt einen Luxus-Autohandel. Da werden wir jetzt hinfahren. Und, ja, im Notfall muss ich eine Pistole jemanden da in den Kopf halten, um ja, ein Luxus-Auto-Upgrade zu machen, Leute. Weil ich kein Geld mehr habe für das nächste Fahrzeug. Deswegen fahren wir jetzt sofort hin. So, mal gucken, ob wir durch die Garage... Nein, hier ist abgeschlossen, Leute. Nein, das wird ein Problem geben. Die Garage ist ab. Hallo. Guten Tag, ja, ich bin. Guten Tag. Pascha Kuschinski, ja, ich habe hier so mein. Ich will mir immer Autos anschauen, ne? Zum Kommen. Guten Tag, Herr Kuschinski. Super, ne? Ich führe Sie mal weiter genau. Zum Boss, ja? Dann können ja, Sie sich super, hier gerne beraten die Dame, lassen. Ja. Alles ja. Klar, möchten alles Sie klar. Was trinken? Möchten Sie einen Sekt? Ja, na klar, gerne. Also, wenn Sie ja. Sowas haben, ja. Also, oh, ja, Dankeschön ja. Für die Flasche hier. Erstmal ein bisschen Champagner ja. Spritzen, Batz. So, Dankeschön, ne? Alles klar. Bitteschön, ja? Ey. In welcher Branche sind Sie nochmal tätig? Guten Tag, die Herr, ne? Kuschinski, mein Herr. Hallo, hallo. Guten Tag, ja. Guten Tag, ey. So, ja, also, ich habe letztens jetzt 2 Millionen investiert in Foundations und hier so. Ja, ich bin in der Immobilienbranche. Ach so, ja, ja. Sehr schöne Sache, ja. Sehr schön, ja. Ich guck mir dann die Kfz an, denn ja. Helfen, ich würde mir gerne ein neues Auto zulegen, ne? So, der ja, gefällt mir gut. Sie bei uns genau oh, schön putzen richtig. Sie hier den Bugatti, die ja. Dame, ne? Schön machen Sie ja. Weiter, ja. ja. oh. Oh, könnte ich auch den Schlüssel haben davon, bitte? Einmal, oh, wir wissen schon. Eine Probefahrt, meinen Sie? Ja, klar. Ja, dann kleinen Moment. Ich bespreche das nochmal ganz mit meinem Kollegen. Oh, Leute, ja? Ich glaube nicht, dass wir eine Probefahrt bekommen, aber... Also, der sieht ja jetzt auch nicht so aus wie ein Assi. Also ich glaube, wir können ihm vertrauen, oder? Wie sehen Sie das, Herr Kollege? Also ganz süß ist er alle Male. Ja, komm, dann lass mal den eine Probefahrt, Mann. Vielleicht kauft er ja was, ne? Ja. Ey, Leute, das geht mir alles zu langsam. Gib mir sofort den Schlüssel, verdammte Scheiße, hab ich gesagt. Sie holen mir sofort den Schlüssel. Sie Süße, holen mir den Schlüssel, bitte. Süße, holen Sie den Schlüssel. Jetzt beeilen Sie sich, Aphrodite. Sofort, Aphrodite. Sofort, Aphrodite. So, Aphrodite, du kommst jetzt mit. Steig ins Auto ein. Steig ins Auto ein, Aphrodite. Du bist mein Alibi hier raus. So, Aphrodite, steig ein. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Wow! Oh mein Gott, die Scheibe war Feuer! Oh mein Gott! Alles gut bei Ihnen?
Es war schon actionreich, aber ich muss... Das war schon ganz geil, was du gerade gemacht hast. Es war geil, aber liebe Dame, Sie dürfen jetzt aussteigen, ja? Bitte einmal hier aussteigen. Sofort aussteigen oder ich knall sie ab, was auf die Scheiße, Mann. Was bist du denn für ein Vollidiot, Mann? Alter, immer diese Frauen, die nur auf Geld achten. Immer Single und Verschimmel. Unglaublich, Leute. Aber wir haben unser nächstes Auto geupgradet. Leute, wir haben ein... Alter, wie krass ist denn dieser McLaren, Leute? Und Leute, es wird jetzt Zeit für das finale Auto, Leute, denn... Ich weiß, wo es ist, Leute. Wir heizen sofort mit dem McLaren hin. Es ist ein Militärgebiet, Leute. Es ist ein Undercover-Auto, was noch nie in Los Santos gesehen wurde. Oh, Entschuldigung. Und nicht deswegen, Leute, stürmen wir jetzt das Militärgelände. So, Leute, wir sind unterwegs und die Polizei ist uns hinterher, Leute. Weil die haben gemerkt, dass wir den McLaren geklaut haben. Aber jetzt stürmen wir einfach rein ins Militärgelände. Da ist schon ein Soldat. Entschuldigung. Oh mein Gott, Leute, wir sind im Militärgelände. Eindringlinge am Nordtor, hier geht richtige Action ab. Oh mein Gott. Leute, was passiert denn hier? Wo sind denn die Autos? Sofort stehen bleiben, der! Alter, wie viele Soldaten sind hier? Verhaftet. Oh mein Gott, aus dem Weg, ihr Soldaten! Zwei Luftunterstützungen hoch, wiederhole. Feuer. Oh mein Gott, was passiert denn hier, Leute? Gelände ist umstellt. Halten Sie sofort Ihren Wagen an. Alter, Leute. Flucht ist zwecklos. Oh mein Gott, da ist noch ein Jet. Nein, 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 oh mein Gott, der Jet schießt uns ab. Leute, wo ist aber das Auto, Leute? Ich muss mich verstecken. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist es. Das ist es, Leute. Das ist das krasseste Auto in GTA. Das ist ein... Was ist das? Ein Nissan? Oh mein Gott, das ist ein Nissan. Hätte ich niemals damit gedacht, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen hier raus. Alter, Alter. Die Panzer, alles explodiert, Leute. Oh mein Gott. Alter, das eskaliert komplett, Leute. Kickdown. Wir müssen hier raus, Leute. Wir müssen hier raus. Das verdächtige Fahrzeug ist türkis. Ich wiederhole, es ist türkis. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist türkis. Oh mein Gott, wir hauen ab, Leute. Wir hauen ab. Es flüchtet aus dem Gelände. Alle Einheiten hinterher. Oh mein Gott, Leute. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir müssen jetzt nur noch die Cops abhängen, Leute. Alter, das Auto ist krass schnell. Guckt euch einmal die Geschwindigkeit an. Leute, wie sieht das Teil aus, Leute? Es ist mit Abstand das krasseste Auto in GTA. Und wir haben es geschafft, Leute. Vom schlechtesten Auto zu einem... Wow! Einer der krassesten Autos in GTA. Jetzt muss ich mir einen Unterschlupf finden, Leute. Schön hier rein. Ja, ja, ja. Ich weiß, wo wir reingehen. Habt ihr es auch gesehen, Leute? Wir haben es geschafft, Leute. Schön noch in Waldgebiet reinfahren, auf Undercover-Basis. Ey, Leute, guckt euch mal das letzte Auto an. Das ist ein Nissan. Ich habe sowas noch nie gesehen, Leute. Wow, Gran Turismo Nissan, Leute. Krasses Teil. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn euch die Episode gefallen hat. Und wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, können wir das gerne machen. Abonniert den Kanal, checkt die Glocke ab, Leute. Checkt die Jungs ab in der Videobeschreibung. Guckt euch das Auto an. Bis zum nächsten Mal. Alter, es hat sogar diese Seitenspiegel mit Kameras, Leute. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Ciao.